Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf meinem Kanal Ostblume. Heute wird es bei mir richtig festlich, richtig golden und ihr hört es vielleicht von meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. Auch bei mir ist die Erkältungswelle nicht ganz so spurlos vorbeigegangen. Ich gehe ganz kurz die Materialien durch, die ich auf dem Arbeitstisch habe. Wir wollen heute eine Amaryllis schön dekorieren als Mitbringsel oder eine Tischdeko daraus gestalten. Beide Varianten sind möglich. Ich habe mir hier die Nadeln von der Pini Schwerini golden eingesprüht, damit das Ganze noch so einen festlichen Charakter hat. Aber auch Nüsse könnt ihr hervorragend golden einsprühen, damit ihr so einen farblichen Kontrast habt. Natürlich nehmen wir dann auch noch ein paar Naturmaterialien, wie die Nadeln von der Pini Schwerini, die naturbelassen auch sehr, sehr schön sind, so ein bisschen ins Bläuliche reingehen. Aber auch die Nüsse naturbelassen mit den unterschiedlichen Farben sehen auch sehr interessant aus. Dann habe ich hier Teelichter. Und was darf natürlich nicht fehlen, ein paar Kerzen. Ihr könnt natürlich auch ein paar weihnachtliche Accessoires noch mit zusammen kombinieren. Das sind jetzt nur ein paar Gestaltungsmöglichkeiten. Ich würde sagen, wir starten und ich zoome mich dafür wieder ran. Und als allererstes natürlich, bevor wir die Amaryllis hier in dieses Teelichtlein reinsetzen, müssen wir erstmal die Erde und die Zwiebel von der Amaryllis entfernen. Ich habe bewusst die Amaryllis etwas trockener stehen gelassen, damit das jetzt nicht ganz so eine Sauerei wird. Also sie ließ sich sehr gut jetzt von dem Topf lösen. Die Erdreste, die hängen hier natürlich noch ein bisschen dran. Das spüle ich dann unter Wasser noch ein bisschen ab. Ich möchte euch aber gern mal zeigen, wie eine Amaryllis aussieht, die einen sehr guten ausgeprägten Wurzelballen hat. Wenn die nämlich regelmäßig feucht gehalten werden in der Wachstumsperiode, dann sieht der Wurzelballen ganz anders aus. Ihr seht hier, dass hier überall ganz feine weiße Wurzeln hier durchzogen sind. Und das ist natürlich eine sehr gute Qualität vom Wurzelballen. Diese Amaryllis hat die besten Voraussetzungen dafür, dass sie auch nächstes Jahr weiter blüht. Und ihr seht das beim Kauf, dass die Amaryllis auch unterschiedlich eingetopft sind. Diese Amaryllis ist zum Beispiel viel tiefer gesetzt. Die Erde ist viel, viel höher, fast an dem Rand der Zwiebel. Und diese Amaryllis, die ist so fast so die Hälfte davon, so ein bisschen, sag ich mal, schaut raus. Und die hat natürlich gar nicht so die idealen Voraussetzungen wie die Amaryllis, die so weit tief reingesetzt ist. Wenn ihr euch zur Pflege für die Amaryllis weiter interessiert, dann schreibt mir das unten mal in die Kommentare, dann würde ich ein separates Video drehen. Das hier ist eine sehr, sehr wunderschöne Amaryllis, weil die hat gleich drei Knospen. Eins, zwei und drei. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also das ist natürlich ein Prachtexemplar. Das habe ich beim Discounter bekommen. Also ich habe die aus dem Augenwinkel gesehen und dachte mir, drei Knospen, das kriegt man selbst auf dem Baumarktgeschäft oder im Floristengeschäft, bekommt man eine drei knospige Amaryllis sehr, sehr selten. Ich würde jetzt die Amaryllis aus dem Topf holen und würde die unterm Wasser abspülen, die Zwiebeln, und dann hole ich euch gleich wieder mit dazu. Und ich zeige euch jetzt, wie schnell und einfach ihr aus dieser Amaryllis eine schöne Tischdekoration gestalten könnt oder ein tolles Mitbringsel. Ich würde mir diese Zwiebel hier einfach reinsetzen. Ihr seht, ich habe die schon mal von der Erde entfernt. Die letzten 5 Tage solltet ihr auch so eine Amaryllis nicht mehr gießen. Umso leichter lässt sich die Zwiebel von der Erde entfernen und ihr habt dann auch nicht so eine Riesensauerei. Wenn zu viel Erde noch an der Zwiebel haften geblieben ist, dann könnt ihr das auch mal ganz kurz unters Wasser halten. Da spült ihr das dann damit so die restlichen Erdreste dann noch ab. Ich nehme jetzt meine goldenen Nadeln von unserer Pini Schwerini und würde die hier ringsherum so ein bisschen reinlegen. Das ist auch gar nicht so schlimm, wenn das so ein bisschen wild ist. Ich versuche das so in einem Bogen hier unten reinzulegen. Dazu kommen dann noch unsere Nüsse. Also ich mache das Schicht für Schicht. Erst die goldenen Nadeln oder erst die Nüsse rein. Und dann nehme ich mir jetzt die naturbelassenen Nüsse. Bei den Nüssen ist der Vorteil, dass sie so eine gewisse Stabilität dem Ganzen geben.
Dadurch hat die Zwiebel auch noch so ein bisschen Halt. Und so die kleineren Nüsse, die kommen natürlich auch ideal in die Zwischenräume. Und es sieht doch eigentlich ganz neckisch aus, wenn hier überall so ein paar Nüsse so ein bisschen auch noch durchschimmern. Dann nehme ich mir wieder ein paar Nadeln, lege die hier wieder ringsherum. Und mein Mann kommt, der bringt mir wieder eine Tasse Tee. Danke, mein Schatz. Glühwein. Er bringt mir Glühwein. Er denkt doch immer an mich. Ja, jetzt kommt noch mal eine Schicht Nadeln rein. Dann vielleicht ein paar gold eingesprühte Nüsse. Und auch die Kombination aus den normalen, also nicht eingesprühten Nadeln. Das ist ein Zweig, der ist uns abgebrochen. Den mussten wir eh kürzen. Da haben wir uns gedacht, wir arbeiten gleich ein paar frische Nadeln ein von unserer Pini Schwerini. Die legt man jetzt auch hier noch mal so ein bisschen am Rand mit dran. Und ihr seht das, ich tue das Ganze so ein bisschen anordnen, dass man, wie gesagt, ein paar Nüsse sieht, dass man auch ein paar Nadeln sieht, so dass das ineinander richtig schön harmonisch wirkt. Achtet mir darauf, dass ihr die Nadel noch mal so ein bisschen runde drückt, dass ihr nicht alles voller Nadeln habt, weil wir möchten das Ganze so ein bisschen schichten. Also von der anderen Seite würde ich ein paar Nadeln weniger wählen. Ich drehe das mal, damit ihr das hier seht. Also hier sind ein paar mehr Nadeln. Und von der anderen Seite sieht man eben halt mehr Nüsse und mehr weihnachtliche Accessoires, die ich jetzt hier auch noch so ein bisschen reinlege. Und ich tue das bis oben hinschichten, das Glas, damit das richtig schön wirkt. Die Amaryllis kann wirklich mit der ganzen Zwiebel zugedeckt sein. Natürlich nicht auf die Blüten legen, damit diese noch austreiben können. Aber insgesamt wirkt das Glas wirklich erst richtig interessant, wenn das bis oben hin so ein bisschen geschichtet ist. Bei einer Kerze solltet ihr das Ganze nicht ganz so hoch schichten. Das zeige ich euch danach gleich im Anschluss. Und ich zeige euch natürlich auch die ganzen anderen dekorierten Amaryllis. Und dann ist die Dekoration eigentlich schon fertig. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist, dass man hier alle Naturmaterialien mit verwenden kann. Also man braucht nicht nur Nüsse zu kombinieren, sondern ihr könnt auch mal unterschiedliche Zapfen zusammen kreieren und diese hier reinlegen. Das ist natürlich auch eine schöne Dekoration, wenn ihr sagt, na, Nüsse will ich eigentlich nicht unbedingt so reinlegen. Das ist nicht so mein Fall. Und Nadeln habe ich nicht zu Hause. Na ja, vielleicht habt ihr auch einfach nur ein paar Zapfen zu Hause, wo ihr sagt, okay, wir haben so viele Zapfen von unserer Lärche oder von unserer Kiefer, dann könnt ihr die schön zusammen kombinieren und genauso einsprühen. Sieht auch sehr interessant aus. Ihr könnt natürlich noch andere Naturmaterialien. Vielleicht habt ihr noch vom Herbstspaziergang einfach noch ein paar Bucheckern übrig oder ein paar Eichen. Auch die könnt ihr schön kombinieren und dann hier so in diesem Teelichtlein stapeln, also aufschichten, so dass ihr auch eine ganz interessante weihnachtliche Dekoration habt. Also es müssen nicht unbedingt Nüsse sein. Einfach noch mal ein bisschen im Garten schauen. Habt ihr da vielleicht ein paar Herbstfruchtstände noch irgendwo? Zierapfel könnte ich mir hier auch sehr toll vorstellen. Also gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man das Ganze ausdekorieren kann. Und auch unsere Katze Lucy
Die hat Gefallen dran gefunden an den Nüssen. Das war ein Makadonienkern. Die hat natürlich auch schon einen Heidenspaß gehabt zum Nikolaus. Da habe ich auch ganz viele Nüsse in den Stiefeln meiner Kinder reingesteckt. Es sollen ja nicht nur Süßigkeiten wie Schokolade sein, sondern sollte auch was Gesundes mit dabei sein. Sie hat jedenfalls an dem Tag schon einen Riesenspaß gehabt und heute ist sie auch in der Werkstatt hier mit dabei. Sie lässt sich natürlich auch die Nüsse nicht entgehen. Ich finde ja, dass diese Deko-Idee mit der Amaryllis sehr leicht umsetzbar ist, schnell ist und sind wir doch mal ehrlich, zu Weihnachten haben wir ganz schönes Programm immer, wir Mütter, wir Frauen, wir wollen alles schön gestalten und wir haben natürlich auch noch das Essen vorzubereiten und die Geschenke und alles schön zu dekorieren. Da finde ich eine Tischdekoration, die einfach schnell umsetzbar ist, eigentlich genau das Richtige, wie so eine Amaryllis einfach in so ein Teelichtlein reinzusetzen. Einfach mit ein paar Nadeln, die man golden einsprüht, ein paar wunderschöne Nüsse noch mit dazu dekoriert und dann haben wir unsere Dekoration schnell einfach umgesetzt. Ihr könnt diese Deko auch schon vorab vorbereiten. Ihr solltet darauf achten, dass die Amaryllis, wenn die sich dann so langsam spaltet, dann ist sie kurz vorm Aufblühen. Bei 20 Grad Zimmertemperatur könnt ihr die so ein bisschen vortreiben. Und wenn ihr dann seht, dass sie wirklich kurz vorm Aufblühen ist, dann nochmal kurz ins Schlafzimmer stellen, wo es vielleicht ein bisschen kühler ist. Und dann habt ihr eine tolle Tischdekoration zu Weihnachten. Und wenn das Video euch wieder gefallen hat mit der Inspiration, mein Schatz lacht schon wieder, weil die Lucy immer noch mit der Nuss spielt, dann lasst mich das wissen mit einem Daumen nach oben. Gern könnt ihr meinen kostenlosen Kanal abonnieren, hier unten. Ich verabschiede mich für heute von euch. Bis bald, eure Ostblume. Ciao.